Hallo Kinder und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe nasse Haare, da steht ein Ventilator und ich habe gerade ein Schulmädchen-Outfit an. Aber es gibt langsam wirklich keine Ausreden mehr, dass ich nicht ein neues Video poste. Und ja, willkommen zu meinem neuen Aufgebraucht-Video. Ja, ich habe wirklich einige Tage und auch Wochen eigentlich nicht drehen können. Das liegt einfach nur am Wetter. Meine Wohnung ist von morgens 8 Uhr bis abends 18 Uhr voll mit Sonne. Und ich habe keine Vorhänge, keine Rollos, kein gar nichts, weil ich Angst habe, dass meine Katzen sich da drin erhängen. Das wäre eigentlich, glaube ich, auch relativ wahrscheinlich. Ich habe jetzt noch nasse Haare, weil ich einfach übertrieben schwitze. Und ja, jetzt aber das Licht noch so ist, dass ich noch ein Video für euch drehen kann. Außerdem sitze ich auf einem anderen Stuhl und irgendwie ist alles anders. Aufgebraucht Video, darum geht's heute und nicht um alles andere, was niemand interessiert. Liebe Freunde, ich habe einfach so viel wieder gesammelt. Oh mein Gott, diese Tüte ist so voll. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Und zwar habe ich aufgebraucht Carefree Slip-Einlagen. Die haben jetzt ein neues Design. Und ja, die benutze ich immer. Brauche ich eigentlich auch nicht viel zu sagen. Ich habe jetzt gesehen, dass bei dem neuen Package, was ich gekauft habe, war so ein 50 Cent Rabattcoupon dabei. Wenn ich mir nochmal eine kaufe. Also schaut da auf jeden Fall vorbei. Ich bin jetzt voll in diesem Couponing drin irgendwie. Und ich glaube, die kosten so 2,95. Aber die gibt es auch häufiger im Angebot oder in meinen Doppelparks oder so. Also schaut da auf jeden Fall vorbei. Als nächstes habe ich eine von diesen Ebelin Taschentuchboxen aufgebraucht. Und vielleicht könnt ihr es... ihr könnt es definitiv sehen. Ja, ihr könnt es definitiv sehen. Mein Kater Krummbein steht total auf Kakao. Und ja... meine Kakaotasse stand auf dem Tisch, genauso wie dieses Ding. Und ja, dann hat er ein bisschen mit dem Kakao an seiner Pfote rumgewedelt und dann ist da Kakao drauf gekommen. Sieht aus wie Durchfall, ist aber nur Kakao, liebe Freunde. Und ja, ich benutze immer diese Ebelin-Tücherboxen. Ich hatte auch mal welche von Kleenex, die einfach doppelt so teuer sind und einfach genau dasselbe eigentlich sind. Und ich kaufe mir die von Ebelin eigentlich immer wieder nach, kosten glaube ich so 95 Cent. Dann habe ich, weil ich so eine gute Hausfrau bin, What Up Outfit Reference, die Unstoppables, das Unstoppables Wäscheparfum aufgebraucht. Mega schweinteuer, braucht kein Mensch, aber Hauptsache haben, ne? Dieses Zeug ist arschteuer, kostet glaube ich 6,99 € und oh, ich liebe es einfach. Das sind so Perlen da drin. Ihr kennt das bestimmt aus der Werbung mit dieser Frau, diese Amy Sedaris oder wie die heißt, die einfach... Junge, du kannst mir sagen, was du willst, ja, aber die Frau ist einfach auf Speed. Da kannst du mir erzählen, was du möchtest. Ja, dieses Zeug kann man in die Waschmaschine tun und dann riecht die Wäsche ganz toll. Stimmt halt leider wirklich und leider gibt es das nicht in billiger. Sonst wäre ich natürlich die Erste, die das wüsste. Aber dem ist leider nicht so. Demnächst gab es die bei Lidl extrem günstig im Angebot. Ich glaube für 3,99 €. Und ansonsten guckt mal, ob ihr irgendwie einen Rossmann-Coupon bekommt oder so. Oder ob ihr das irgendwie mit einem Angebot verbinden könnt. Und informiert euch über Couponing, Freunde, ja? Dann bin ich nicht mehr, komme ich mir nicht mehr alleine so merkwürdig vor. Können wir mal ganz kurz darauf eingehen, wie meine Haare aussehen? Mit diesem Ansatz des Todes aus der Hölle. Wenn ihr dieses Video seht, werde ich wahrscheinlich meine Haare schon wieder gefärbt haben. Hoffentlich. Aber wir tun jetzt einfach mal, achten wir nur auf das Outfit. Wir machen jetzt einfach das Video so weiter. Ist auch schön und würde wahrscheinlich auch mehr Klicks bekommen. Also meine Fresse. Okay, weiter geht's. Was haben wir denn hier Schönes? WTH-Entfernungscreme. Brauche ich nicht viel zu sagen. Habe ich... der Lippenstift ist ja auch schön heute. Was wollte ich sagen? Ach so, ja genau, Haarentfernungscreme von Veet kostet 3,95 €. Leider etwas teuer, leider auch die beste Haarentfernungscreme, die es gibt. Habe ich mir schon sehr oft wieder nachgekauft und finde ich auch, leider Gottes, deutlich besser als die von Balea. Ihr hattet sie mir empfohlen, liebe Freunde, prinzipiell eine gute Idee, aber bei der von Balea habe ich eher das Gefühl, dass sie meine Haare abbricht. Allerdings 3,95 €, liebe Freunde, ja, 3,95 € und es wirkt irgendwie auch nicht kühler so. Also ich denke, dass ich dann wohl doch demnächst mal wieder meine Beine rasieren werde oder ich lasse es einfach komplett.
Ich bin mir noch ein bisschen unsicher. Als nächstes habe ich Küchentücher aufgebraucht. Ich benutze immer eigentlich die von Kaufland. Ich kann euch auch gerade gar nicht genau sagen, wie viel die kosten, weil, keine Ahnung, habe ich jetzt gerade nicht so auf dem Schirm, vielleicht 1,50, 2 Euro oder so. Das sind ganz normale Küchentücher, da ist nichts Spannendes dran, kein cooler Print oder keine coolen Farben oder irgendwas Cooles. Es sind einfach nur Küchentücher. Hingegen sehr fancy, was ich aufgebraucht habe, ist das Toilettenpapier von Sanft und Sicher gewesen mit 5 Lagen. Weil ihr wisst es, liebe Freunde, und jetzt alle im Chor, nur das Beste für mein Ärschchen. Diese hier war eine Limited Edition mit Hibiskusduft. Und ohne Witz, ne, die rochen echt voll gut und jetzt gibt es sie nicht mehr. Und ich bin ein bisschen verzweifelt und habe vielleicht auch eventuell geweint, als ich das letzte Mal vom DM kam. Aber die waren echt cool. Ich glaube, 2,95 € haben die gekostet. Etwas teurer auf jeden Fall. Aber sie hatten einen pinken Print und sie haben nach Hibiskus gerochen. Und als nächstes auch schon ganz oft aufgebraucht und auch schon ganz oft wieder nachgekauft von, da klebt ein Haar dran und mit dem Ventilator, na egal. Von Balea das Feuchtigkeitsshampoo mit Pfirsich und Kokos hat jetzt ein anderes Packaging, liebe Freunde. Also ich war auch sehr schockiert, habt ihr vielleicht in irgendeinem meiner Videos schon gesehen. Ist jetzt nämlich in Orange, also mit orangenem Kappe und Design und bla. Musste ich erstmal ein bisschen länger suchen und mach nicht so, DM. Mach nicht so und sag mir nichts davon, ja? Wofür habe ich euren Newsletter abonniert, wenn ihr mir nicht sagt, dass es eine andere Farbe ist und ich vor dem Regal stehe wie ein Spasti. Brauche ich nichts zu sagen. Das Shampoo kostet übrigens, ich glaube, 85 Cent, 65 Cent. Das ist auf jeden Fall sehr günstig und kann ich euch nur empfehlen. Genauso wie meine allerliebste Seife, die einzige Seife, die ich überhaupt benutze. Das ist die Magic Softness Schaumduftseife in der Sorte Himbeere. Es gibt die auch noch von Sagrotan, glaube ich. In Kirsch und in, weiß ich nicht, ich finde die von Palmolive, aber der Schaum ist einfach, der Schaum ist schaumiger, Freunde. Und ja, mag ich sehr, sehr gerne, ist etwas teurer, aber ich muss wirklich sagen, dass ich mir damit einfach lieber die Hände wasche und Hände waschen ist extrem wichtig, haben wir alle als Kinder gelernt und ich habe es in meiner Ausbildung gelernt und deswegen benutze ich immer diese Seife, weil ich einfach mehr häufiger die Hände damit wasche. Liebe Freunde, ne, ich muss jetzt mal wirklich sagen, ich war so ein... Klebt mich an meinem Arm, Bastard. Ich war so ein fleißiges Bienchen, liebe Freunde. Ja, what up, Outfit Reference, die zweite. Ich habe einfach so viel Haushaltsprodukte aufgebraucht. Freunde, Freunde. Eventuell liegt es daran, dass meine Katze überall Kakao verschüttet hat. Eventuell liegt es auch einfach daran, dass ich ein fleißiges Bienchen bin. Hashtag not be with doppel E. Und zwar habe ich aufgebraucht von Sidolin den Glasreiniger, streifenfrei. Ich, keine Ahnung, das ist so, halt, keine Ahnung, mein Papa hat damit immer alles geputzt und das war so das Erste, was ich so besessen habe hier in meiner Wohnung an Haushaltsprodukten. Das heißt, dass das jetzt auch schon seit 8 Monaten ungefähr hält, also ist echt gut. Allerdings habe ich auch noch nie in meinem Leben Fenster geputzt, also was jetzt doch dringend nötig wäre eigentlich. Draußen waren Bauarbeiten mehrere Wochen lang und eigentlich sehe ich gar nichts mehr von draußen, aber hey, ja, mag ich sehr, sehr gerne. Was das Zeug kostet, kann ich euch gar nicht so genau sagen, ist aber jetzt nicht so teuer, also geht echt. Und ich habe schon von vielen Leuten gehört, dass die auch günstigere Alternativen von Denkmit oder so probiert haben und die halt alle nicht so gut waren wie der hier. Und ganz ehrlich, das Zeug hält echt lange so und ist auch echt gut. Also kann ich dafür auch, was weiß ich, 3 Euro oder so bezahlen. Was ich auch aufgebraucht habe und darüber bin ich sehr froh, sind die feuchten Allzwecktücher von Denkmit, die ich prinzipiell sehr, sehr super finde, aber nicht in der Geruchsrichtung Zitrone, Grapefruit. Ich bin generell ein Mensch, der mag nicht so gerne Zitrusdüfte, weil das alles riecht wie öffentliche Toiletten, finde ich. Und deswegen bin ich jetzt... Es riecht einfach wie eine öffentliche Toilette, Freunde, ohne Witz. Und das ist einfach nicht so angenehm, wenn du damit einfach mal über deine Küchenoberfläche wischen willst und du dann in deiner Küche denkst, du wärst in einer öffentlichen Toilette. Das ist echt scheiße. Ich habe jetzt die mit Apfel und ich habe mir auch die von, ich glaube es ist Domol von Rossmann, die Eigenmarke, gekauft. Ich werde die auf jeden Fall miteinander vergleichen und mal gucken. Die tun sich, glaube ich, vom Preis her genau gar nichts. Aber die sind beide mit Apfelduft und Hauptsache nicht so Zitrone. Bäh. Welche ich allerdings sehr, sehr gerne mag von Denkmit, sind die Hygienereinigungstücher. Da gibt es auch nur diese eine Sorte, also diese eine Geruchsrichtung von. Und die mag ich sehr, sehr gerne. Also ich wische damit ab und zu mal über die Toilette oder
hier bei, also wo meine Katzen essen, die haben so ein Tablett da drunter und da wische ich manchmal auch ganz gerne damit drüber so. Oder halt mal in der Küche oder keine Ahnung, ne? Ich brauch euch jetzt nicht zu erklären, wie man putzt, wirklich nicht, liebe Freunde, niemand möchte das. Also hier steht auf jeden Fall drauf, beseitigt 90% der Allergene und für Bad und WC und Kinderzimmer und für Flächen mit Lebensmittelkontakt. Ja, ist ja Katzenfutter. Ja, mag ich sehr, sehr gerne und da sind immer 40 Tücher drin und ich habe, glaube ich, auch noch 2 oder 3 Packages in meinem Schrank liegen, also werde ich mir auch immer wieder nachkaufen. Obwohl es so warm war, war ich auch baden und ich habe 2 Badezusätze aufgebraucht und zwar einmal von Isana, die Badeperlen mit Bambusöl, Zeit zum Glücklichsein. Sehr, sehr schönes Design, wie ich finde und diese Perlen sahen auch super toll aus. Aber es roch halt so ungefähr nach gar nichts. Also ich weiß nicht, ich war da jetzt nicht so begeistert von, werde ich mir auf jeden Fall nicht nachkaufen. Da gibt es von Isana auf jeden Fall bessere Badezusätze. Riecht halt einfach nach Bambus, ja okay. Aber halt jetzt auch nicht so krass und ich möchte halt, dass mein ganzes Badezimmer dann danach riecht so. Was bei dem Zeug der Fall war, liebe Freunde, ne? Ich habe mir, ohne Witz jetzt, zu Weihnachten habe ich mir diese Badeherzen gekauft. Mit Granatapfelduft, weil niemand anderes schenkt mir sowas. Ja, ich möchte gerne eine Freundin haben, mit der man sich so Badezusätze und so einen Kram schenkt, ja. Aber ich habe so etwas nicht. Das sollte kein Aufruf sein, dass ihr mir Badezusätze schenken sollt oder so. Eigentlich schon. Wir wissen alle, was ich will. Auf jeden Fall habe ich mir wirklich diesen Badezusatz so lange aufbewahrt und aufgehoben, weil ich den so geil fand und den ich aufbrauchen wollte. Und jetzt habe ich ihn doch aufgebraucht. Das waren halt 2 so kleine Herzen. Ich habe natürlich beide direkt verwendet. Und 1,95 hat mich das Zeug gekostet. Ich werde dieses Säckchen, glaube ich, aber behalten, weil ich finde das eigentlich immer ganz schön, wenn man mal was verschenkt oder so. Und ja, das war jetzt die Sorte Granatapfel und es war einfach so geil. Mm. Und deine Haut ist auch so richtig ölig danach, so richtig gepflegt, so, so geil. Junge, ich liebe diese Badezusätze aus der Manufaktur, die sind einfach so geil. Und zur Weihnachtszeit gibt es einfach auch richtig verschiedene, langsam reden, richtig viele verschiedene Sorten. Und ja, richtig geil. Mein letztes Produkt, weil ich eine Letztes Produkt, weil ich eine fleißige Hausfrau war, war ich auch eine fleißige Frau im Bett, liebe Freunde. Oh mein Gott, die Überleitung des Todes aus der Hölle. Ich habe Gleitgel aufgebraucht und zwar das Durex Play Prickeln. Das ist sowas von widerwärtig. Junge, oh mein Gott, ich bin so froh, dass es leer ist. Das war auch überhaupt nicht ergiebig und Gleitgel ist echt relativ teuer eigentlich. Und ich habe mir jetzt wieder dieses große gekauft, dieses lilane. 2-in-1 Massage, Aloe Vera, voll gut für eure Vaginalflora. Kauft euch das Zeug, Leute, das ist echt der Shit. Kostet 10 Euro, aber du kommst einfach dein ganzes Leben damit hin. Dieses Zeug hier habe ich mir gekauft, weil mein letztes Gleitgel, ich hatte so eine große Flasche und das ist einfach schlecht geworden, weil ich das nicht aufgebraucht habe. Ihr seht, ich habe schon so lange keine Videos mehr gemacht, Freunde. Ich habe es auch vermisst. Kannst du aufhören, mein Kleid zu fressen, bitte? So, zurück zum Thema. Auf jeden Fall. Was wollte ich sagen? Ach so, genau, hab ich mir jetzt diese kleine Größe gekauft, aber die war einfach super unergiebig, also ich kann euch jetzt nicht genau sagen, wie oft ich Sex hatte, dass es leer geworden ist, aber auf jeden Fall war es nicht wirklich sehr ergiebig und dieses Gefühl, also ich persönlich, es gibt bestimmt Leute, die das super geil finden, ja, aber ich persönlich finde es einfach so widerwärtig, weil es ist Gleitgel, ja? Wir alle wissen, dass Gleitgel die Konsistenz von Rotze hat. Okay. Und dann ist es aber so, als wäre es Rotze mit Kohlensäure. Okay? Und ich möchte keine Rotze mit Kohlensäure an meiner Punani haben. Ich möchte das nicht. Wirklich nicht, liebe Freunde. Och, ist es dein Ernst, dass jetzt die Speicherkarte voll ist? Oh. So, da bin ich wieder fresh and fresh. Zurück zum Thema. Fand ich scheiße. Muss ich einfach so sagen. 7 Euro hat das, glaube ich, gekostet, der Scheiß hier für, was ist da der Schluck hier drin? 50 Milliliter? 50 Milliliter für 50 Milliliter Rotze mit Kohlensäure. Ohne Witz, ganz ehrlich, ihr kennt doch wie heißt das, Sodastream, ja? Ohne Witz, einfach in eine Sodastream-Flasche reinrotzen, schön
die Kohlensäure da rein, da habt ihr dasselbe und spart euch das Geld. Oder ihr kauft euch einfach vernünftiges Gleitgel, liebe Freunde. Weil das ist, ich bin ein Fan von Gleitgel. Ja, ich benutze Gleitgel, seitdem ich geboren bin. Okay, nein, das ist widerwärtig, seitdem ich Sex habe. Und ich habe wirklich schon das ein oder andere Gleitgel ausprobiert, aber dieses Gleitgel war wirklich das Schlechteste, was ich in meinem ganzen Leben benutzt habe. Es war so widerwärtig, das Gefühl. Keine Ahnung, ich meine, ja, ich habe es aufgebraucht so, aber einfach, weil ich der geizigste Mensch der Welt bin und es nicht wegschmeißen wollte so. Aber das war echt, ich glaube, da ist auch noch ein kleiner Schluck drin. Aber das Ding ist, man bekommt es halt auch nicht mehr raus. Natürlich, natürlich kommt es jetzt raus. Es kommt nicht raus, wenn ich es brauche, ja? Junge, ich... Soll ich dazu irgendwas sagen?